Hallihallo, willkommen in meinem neuen Video. Und es geht wieder um Zweige, weil Zweige sind natürlich das Thema zu Ostern. Und ich habe die schönsten Zweige bekommen und es gibt auch schon hier echt Ansturm auf unsere tollen Sachen. Ich habe im letzten Video schon was ganz, ganz tolle Informationen zum Thema Zweige. Ich meine gerade erstmal Zwischenparken. Ich habe im letzten Video ganz tolle Zweige gehabt und ich zeige mal hier im letzten Video haben wir also in einem Korb mit Holzscheiten, mit einer Glasvase so tolle Zweige, die recht stabil sind und die man auch ganz toll dekorieren kann. Es ist hier sehr, sehr natürlich gehalten. Ich bin Naturfreak, durch und durch. Das war das letzte Video, da blende ich nochmal die Infokarte dazu ein. Und Zweige, ja, es gibt so viele Arten von Zweigen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Und neben Zweigen mit tollen Flechten, ja, hier sowas ist auch immer wunderschön. Aber die lege ich auch ganz gern in irgendwelche Körbe rein. Oder mache eben Grün dazu und Tulpen. Also Zweige mit Flechten sind klasse. Aber das sind jetzt die, die wir ohne Wasser eingestellt haben. Dann gibt es hier, ich hole es gern auch nochmal raus, das sind Kirschzweige. Genau, rausholen ist gut gesagt. So, die wollen gar nicht raus. Das sind Kirschzweige. Also die haben hier diese kleinen Knospen. Die blühen dann weiß. Ja, sind sehr, sehr schön. Und dadurch, dass die auch diese kleinen, ja, diese Häkchen für die Äste hier haben, kann man natürlich auch sehr schön für Ostern was dranhängen. Das sind jetzt sehr lange Kirschzweige. Normal ist die Kirsche nicht so lang. Wir haben die extra auf Wasser gesetzt, damit die auch anfangen zu blühen. Und dann haben wir auch noch hier Zweige mit sehr, sehr schönen Knospen, die auch weiß blühen. Und das ist jetzt Apfel. Ja, das sind Apfelzweige. Und diese Knospen, ich habe das auch zu Hause, da sind die schon viel dicker. Ja, da sind die locker 2 bis 3 Mal so dick. Und da sieht man schon, wie das Grün schon richtig springt. Also diese Zweige, wenn die jetzt im Warmen sind, die brauchen locker eine Woche, eher länger, bis die dann auch blühen. Also es dauert schon ein bisschen, bis die springen, weil klar, es ist draußen kalt und die haben von draußen noch den Winter im Blut. Ja, und deswegen blühen die natürlich nicht so schnell. Und hier haben wir noch Magnolienzweige. Das sind jetzt, die sind auch trocken. Die binden wir auch in längeren Sträußen einfach mal dazwischen. Die haben wir nicht auf Wasser gesetzt, um diese schönen, pelzigen, kleinen Magnolienknospen zu behalten, um zu zeigen, wie verschieden die Knospen sind. Hier sieht man mal, wie klein die Knospen sind von der Magnolie gegenüber der großen. Ja, ist Wahnsinn. Also was es für Unterschiede gibt auch. Und das ist jetzt alles Magnolie. Ja, beides. Und da sieht man also, was für ein Knaller dieser Magnolienzweig ist. Das ist echte Premiumware. Ich bin total glücklich, dass ich auf dem Großmarkt so schöne Sachen bekommen habe. Und hier hinten oben in der Ecke, die wollte ich jetzt nicht rausholen, aber man sieht schon, dass die so frisches Grün treiben. Die blüht nicht, das ist eine Korkenzieherweide. Und mit einer Korkenzieherweide, da habe ich heute natürlich auch noch eine wunderschöne Idee. Ich habe mir eine hohe Vase genommen. Viele haben ja so hohe Vasen zu Hause und sagen immer so, ich muss da ja immer was finden, wie ich diese schöne große Vase füllen kann. Also wenn nicht an Ostern, wann dann? Es ist eigentlich jetzt die Zeit dazu. Bloß wenn ich jetzt nur diese Zweige hier in die Vase stelle, mir persönlich ist es eigentlich irgendwie nicht dekorativ genug. Genau, schön ausgedrückt, gell? Da ich ja Naturfreak bin, dekoriere ich immer gern mit Natur. Und ich habe hier wieder was Schönes mitgebracht. Mein Laden ist ja immer mit tollem Grün gefüllt und hier gibt es immer viel mehr, als man so auf den ersten Blick sieht. Mein Laden ist gar nicht so groß, aber ich bin immer bestens ausgestattet. Und habe hier also schöne Efeuranken mitgebracht, ja, die richtig lang sind. Und mein Gedanke ist, diese Vase mit diesen tollen Efeuranken, ja, zu dekorieren.
wie ich das mache. Brauche natürlich wieder mal einen schönen Draht. Und dann habe ich mir einen ganz tollen, einen ganz tollen Schmuckdraht. Ja, diesen gewellten Schmuckdraht gibt es bei Floristik24, wie ich so oft sage. Mal, die haben einfach schöne Drähte. Deswegen empfehle ich die auch gern und die haben auch immer wieder schöne Sonderangebote. So, und jetzt lege ich mir einfach mal diese Efeu-Ranken hier an die Vase dran und fixiere erstmal den Draht an der Vase. Erstmal die Basis machen, weil wenn ich dann Ranke und Draht und so in der Hand habe, dann ist es alles ein bisschen viel. Und jetzt habe ich erstmal den Draht und mein Ziel ist es, die Efeu-Ranke. Ich kann jetzt einfach hergehen und das Ende der Efeu-Ranke umwickle ich mit dem Draht, ja, da, um einfach mal einen Anfang zu finden. Und dann wickle ich mit dem Draht so nochmal um das Ende von der Ranke, weil ich möchte ja die Ranke fixieren. So, und dann so, genau, jetzt muss man so ein bisschen drehen, ein bisschen akrobatisch arbeiten. Wenn ihr jemanden in der Familie habt, der Ehemann oder so, könnt ihr sagen, ach Schatzi, ich wollte ja gerne noch eine Efeu-Ranke um die Vase arbeiten, dann engagiert ihr den einfach, dass er euch was festhält. So, ich lege jetzt erstmal meinen Draht hin und gehe mit der Ranke um die Vase rum. Und um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen, ist ja eigentlich nur eine Idee, nehme ich erstmal eine Wäscheklammer und mache mit der Wäscheklammer die Ranke fest. Hoffentlich geht das jetzt so, wie ich mir das dachte. Ja, es geht super. Ist eigentlich auch eine Alternative, aber ich wollte natürlich jetzt nicht unbedingt die Wäscheklammer an der Vase lassen. Deswegen fixiere ich jetzt im Fortgang die Efeu-Ranke mit meinem Draht an der Vase. Und ich finde das eigentlich schon eine ganz schöne Deko, dass die Vase sieht mit einer Efeu-Ranke gleich viel dekorativer aus, wie wenn die jetzt so nackig ist. So. Und das heißt, ich wickel mit dem Draht auch nach oben und genau, also man muss so ein bisschen dran arbeiten, dass das auch alles so gelingt. Moment, wenn ein Efeublatt nicht so schön ist, dann zupfen wir das einfach ab und ich wickel jetzt hier oben über das Ende von meinen Ranken. Na, genau, also nicht von der Vase, nicht wie ich über die Vase oben rausgehen, sondern immer schön in der Vase bleiben. Ich umwickel auch mal die Enden von dem Efeu, so, um das Ganze zu fixieren. Also ich bin jetzt auch ein paar Mal mit dem Draht hier rumgegangen um die Efeu-Enden. So, und dann wickel ich mal weiter. Der Draht ist natürlich auch sehr, sehr schön von der Optik her. Und um das Ganze zu fixieren, nehme ich einmal den Finger, gehe in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und habe dann zwei Enden und kann jetzt den Draht, also diese zwei Drahtenden, miteinander verwickeln. So, da Efeu relativ lange hält, erfahrungsgemäß, ist das eine Deko, die locker bis Ostern hält. Das ist sehr, sehr schön, weil ich möchte natürlich nicht ständig hergehen und meine Vase neu umwickeln. Und ich finde, es macht jetzt schon eine ganz tolle Wirkung. Man könnte jetzt optional auch ein paar Federchen hier mit rein dekorieren. Und ihr habt so viele Ideen. Euch fällt da bestimmt was ganz Tolles ein. Und meine Vase ist jetzt natürlich relativ hoch, weil ich das kann ich ja als Bodenvase verwenden. Und jetzt gehe ich her
Meine Weide ist jetzt ein bisschen zu hoch. Jetzt gehe ich her und stelle Weide in diese Vase ein, dass die von der Länge her gut passt. Kann ich die ja mit meiner Baumschere ein bisschen schneiden. Und ein paar Zweige sind natürlich schon vonnöten, damit diese Vase gut gefüllt ist. Kannst aber auch ohne weiteres natürlich, Moment, ich mache hier sonst meine Tulpen kaputt. So, jetzt. Genau. Also. Das sind jetzt Zweige, die lassen sich noch mit so einer normalen Gartenschere, lassen die sich gut schneiden. Ja, man sieht es eigentlich, um eine schöne Wirkung zu bekommen, brauche ich gar keine Masse an Zweigen. Auch das ist jetzt eigentlich schon sehr dekorativ. Und entweder ich könnte hergehen und könnte französische Tulpen, schön lang sind die, gell? Toll, könnte einfach, wenn ich sage, ich möchte gerne was Blühendes, dann kann ich Blüten in Orchideenröhrchen in die Vase mit reinmachen. Das ist eine Option. Das ist natürlich, wow, das ist natürlich ein Knaller. Schon eine Blüte ist toll. Braucht man eigentlich gar nicht so viele. Das ist die erste Variante. Das ist die erste Variante und es wäre natürlich schön passend, wenn die, man kann auch noch, wenn man eine Efeuranke hat, die nicht allzu lang ist, dann kann man auch noch eine Efeuranke in die Höhe mit dekorieren. Ich würde natürlich in diese Vase, da gehört ja auch Wasser rein, klar, weil die Korkenzieherweide soll ja zu Ostern ausschlagen. Das heißt, ich mache natürlich ein bisschen Wasser rein. Aber ich brauche gar nicht viel. Es reicht eigentlich so ein paar Zentimeter. Das genügt vollkommen. So, nehmen wir die jetzt mal mit hoch, die Vase. Ich würde die, wenn du Blüten mit rein dekorierst, dann kannst du ja, dann müssen diese Blüten natürlich nicht bis unten in den Orchideenröhrchen sein. Die kann man ja so ein bisschen schweben lassen. Dann gibt es auch noch eine sehr schöne Deko mit Ostereiern. Ja, manche haben ja auch viel Zeit und können tolle Ostereier bemalen. Gibt es natürlich den kleinen Trick. Man nimmt ein Streichholz, ein halbes Streichholz und macht das Bändchen um das Streichholz rum, lässt es in das Ei rein und dadurch, dass es in der Mitte von diesem Hölzchen das Bändchen ist, legt sich das Hölzchen quer, also das Streichhölzchen. Man kann dann sehr schön auch Eier dranhängen, aber man sieht, Korkenzieherweide ist weich und die Äste, die kommen natürlich schon nach unten auch. Das heißt, also es sollten nicht so schwer sein, die Deko, oder man muss stabilere Zweige nehmen. Ja, das ist natürlich, da kann man dann überlegen, was man nimmt. Aber diese Eier sind sehr sehr dekorativ und sind eine sehr schöne Osterdeko. Ich denke, das würde schon unheimlich viel Freude machen. Allein diese Weide mit den Zweigen. Muss man ein bisschen fädeln. Ja, aber ist ja kein Problem. Diese Weide mit den Zweigen zu dekorieren. So, ist schön gerutscht alles. Und es kann ja auch hier an der Vase ein bisschen näher dran sein. Wenn ich das Ganze jetzt für eine Freundin sage, ach, ich hätte gern, würde es gern als tolles Geschenk machen, dann habe ich noch so einen kleinen Tipp. Ich wollte meiner lieben Freundin eine schöne Osterkarte schreiben und ach, da habe ich so schöne Karten mit diesen Eiern. Und das Schöne ist, dass diese Ostereier so erhaben sind. Ja, die sind wie so kleine Eierchen. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Ich finde die traumhaft mit diesem gepunkteten Umschlag. Und wenn man jetzt der Freundin oder der Familie einen schönen Ostergruß zukommen lassen möchte, kann man so eine hübsche Karte schreiben, packt diese in einen Umschlag, Moment, an der trockenen Stelle. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Variante. Diese Karte, hübsch
an dieses Arrangement zu machen. Ja, das sind immer kleine Tricks. Ich nehme einen Bast, ja, einen schönen Bast oder ein Bändchen und fange oben an der Karte an, weil oben will ich es auch aufhängen. Oben, und dann gehe ich mit dem Bast um diese Karte drumherum. Und wenn ich hier, ihr könnt ja einfach das Video nochmal angucken, wenn es zu schnell ging. Und wenn ich oben wieder an der Stelle bin, wo sich's kreuzt, dann gehe ich in die Richtung, wo noch kein Bast ist und mache einfach die Raute komplett und kann dann diesen Bast so zuknoten, dass das Adressfeld sichtbar ist, aber dass es mit dem Bast trotzdem hübsch eingewickelt ist. Und ich mag diese dekorative Variante sehr, sehr gern. Und es lässt sich dann auch wunderschön an meine Zweige binden. Ich nehme jetzt einfach meine Wäscheklammer, weil ich will es jetzt nicht dran binden. Aber auch mit so einer Holzwäscheklammer lässt sich das auch toll dekorieren. Und die Osterpost und der Ostergruß ist dann auch ganz toll arrangiert. Es gibt noch mehr tolle Ostervideos und ich schreibe das auch in die nochmal in Infocards. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen auf der Jagd nach Efeu-Ranken, nach tollen Zweigen, nach allem. Nach einer natürlichen, wunderschönen Osterdeko. Und macht es nach und empfehlt mich weiter. Alles Liebe!